Bei dieser Klausur haben die Freien Wähler sich darauf geeinigt, weiterhin gegen CETA und TTIP zu kämpfen. Diese Baustelle ist weiterhin bedrohlich für unsere Wirtschaft und für den Verbraucherschutz, also CETA und TTIP stoppen. Wir müssen auf der anderen Seite die Energiewende wieder ins Rollen bringen. Hier wird ja von Land und Bund massiv auf die Bremse getreten. Und wir sehen auch, dass die bayerische Landwirtschaft und auch die deutsche Landwirtschaft mittlerweile massiv unter die Räder kommen, dass der Milchpreis im Keller ist, dass die Fleischpreise im Keller sind, dass also eine ganze Branche Landwirtschaft wegzubrechen droht. Wir müssen unsere Bauernhöfe retten.